Leute, ich wollte euch noch was sagen, bevor das Video losgeht. Und zwar, ich will den Kanalnamen ändern, weil ich keine Manga-Vorstellungen mehr mache. Ich werde nur noch Challenges und Vlogs machen. Und apropos Challenges, wenn ihr vielleicht irgendwelche Ideen für Challenges habt, schreibt es in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr nur Challenges sehen wollt oder viele Challenges. Ja, und dann würde ich sagen, das ist eine Challenge, eine kleine Challenge. Und zwar machen wir Tiergeräusche auf WhatsApp. Und ich habe mir 5 Leute rausgesucht, denen ich Tiergeräusche schicke. Und ich habe auch meine Katze hergeholt, weil er wird mir heute assistieren, glaube ich. Hast du das vorgehabt? Auf jeden Fall, wir setzen den dann hier unten hin gerade. Und dann würde ich sagen, wir tun mal unsere Kontakte raus. Und wir suchen gleich für uns erstmal den ersten raus. Ja, ich habe einen gefunden. Und zwar John, Vanessas Cousin. Genau. Ja, und welches Tier werden wir ihm schicken? Der mag Panda. Ah, ich kann kein Panda. Katzen, der hat eine Katze. Okay, machen wir eine Katze. Und zwar, Gott, okay, machen wir das mal. Okay, mal gucken, ob er was zurückschreibt. In der Zwischenzeit können wir schon mal jemand anderes suchen. Und zwar haben wir hier unser nächstes Opfer. Was schicken wir ihr? Oh, ne, warte mal. Ne, das ist gerade unwichtig. Okay, was schicken wir ihr? Also das ist Elvira, das ist eine Freundin von uns. Und ja, was schicken wir? Hund. Hund, okay. Okay, also ein bisschen krank, aber ist cool. Nein, ich habe noch eine Idee. Er hat zurückgeschrieben, läuft bei dir. Okay, ich habe noch eine Idee. Später. Esel. Esel, oh Gott, wem schicken wir einen Esel? Ach, okay, ein Markus, genau. Nein, ein Markus aus meiner Klasse, Parallelklasse. Und dem schicken wir eine Kuh. Würde ich sagen, oder? Du machst eine Idee. So, hier haben wir auch jetzt Esel. Ich kann kein Esel. Doch, I auch. So, wen haben wir noch? Haben wir noch jemanden? Wir haben schon 3 Personen. Ach, wir haben noch eine. Jessie, auch eine Freundin von uns, beiden. Und ja, da schicken wir jetzt einen Esel. Wie macht man einen Esel? I A. I A. I A. I A. Ja, gut, die schreiben jetzt gerade alle, läuft bei dir. Wieder? Ja, die schreiben gerade alle, wirklich läuft bei dir. Und jetzt haben wir noch eine Person, Oscar. Und was schicken wir dem? Oh mein Gott, Schweinchen. Genau. Genau. Gott, ne. So geht das. So, die haben jetzt alle geschrieben und ich glaube, wir melden uns gleich wieder und schreiben den einfach gerade mal jetzt alle zurück. Und ich hat dieses kleine Video gefallen und zwar, wir werden jetzt noch die Resultate auflösen, was die geschrieben haben. Und zwar haben sie alle läuft bei dir geschrieben, wirklich alle, außer Jessie, die hat einen lachenden Smiley geschickt, einen heul-lachenden Smiley. Und dann habe ich alle aufgeklärt halt, außer die meisten. Ich habe dann, die haben geschrieben, läuft bei dir, ich habe dann immer geschrieben, auf jeden Fall. Sie haben gut reagiert. Oscar hat noch nicht zurückgeschrieben. Er hat es auch noch nicht gesehen. Und ja, ich glaube, das war's dann. Und lasst einen Daumen hoch.